dazu gleich was sagen kann, weil Herr Scholler Tour vom Chaos in Libyen spricht, was da gerade herrscht. Natürlich gibt es in Teilen Libyens chaotische Zustände. Ich sehe aber auch, dass die jungen Leute, mit denen ich von Benghazi dann schlichtweg über Westen bis nach Tripolis gefahren bin, dass diese Leute heute auf Facebook posten, ja, dass diese Leute über ihr neues, dass diese Leute, Facebook-Leute. Doch, ich glaube schon, dass sie eine Rolle spielen. Ich sehe, dass diese Leute ein neues Freiheitsempfinden haben, dass diese Leute. Die islamischen Kräfte, nicht der starke Mann, dort heißt Abdel Hakim, Belhaj, und das sind nicht die Jungs, die da mit dem Facebook rumspielen. Das hat sich doch in Kairo jetzt auch gezeigt. Die spielen überhaupt keine Rolle. Das sind Dilettanten. Nicht wahr? Um eine Revolution zu machen, muss man Schläger haben und Ganoven haben und nicht irgendwelche junge Leute und Idealisten, die, untereinander dann Freunde schaffen über Facebook. Ich kann diese Einschätzung einerseits verstehen. Andererseits muss ich sagen, als jemand, der ungefähr im gleichen Alter ist wie diese Leute, die da ihr Leben riskiert haben, um Gaddafi loszuwerden und mit einer anderen Zukunft aufzuwachsen, dass ich persönlich mich sehr für die freue. Dass die heute auf Facebook ihre Meinung äußern können und Freundschaft schließen können. Als westlichen Journalisten wen ergreift sie dort Partei, wenn sich denn die Welt, die Staatengemeinschaft zuständig fühlt, da einzugreifen? Nein, das stimmt ja nicht. Peter Scholler-Tour hat den Titel unserer Sendung angesprochen. Herr Scholler-Tour, lass mich doch kurz mal den Punkt machen. Aber das stimmt nicht, dass es eine religiöse Auseinandersetzung ist. Jetzt kann ich mich was zurück. Verdammt nochmal, dieses Geschwafel bin ich leid, über dieses humanitäre Geschwafel. Ich bin gerade jetzt aus dem Irak zurückgekommen. Da haben die Ayatollahs in Najaf mir gesagt, warum tun denn die Christen nichts, um die Christen des Irak zu schützen? Die inzwischen 12, das war immerhin 10% der Bevölkerung, 8% der Bevölkerung, die inzwischen geflohen sind. Das Gleiche wird mit den Christen in Syrien passieren, wenn die Salafisten und die Al-Qaida, die dort tätig ist, gegen Assad, wenn die Macht ergriffen haben. Und das greift dann über auch auf den Libanon, nicht wahr? Also insofern. Also bleibt doch alles bei.